So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Wir sind momentan im Krieg mit den Türken, mit den Osmanen, haben diese Stadt eingenommen, Trabzon, und bauen hier gerade ein Rathaus. Und dann haben wir noch den Attentäter noch ein bisschen trainiert. Und wir bräuchten hier mal einen Spion. Dann bauen wir doch mal einen Spion, wo wir können. Ja, das ist jetzt die Frage. In welche Stadt können wir einen Spion bauen? Hier. Gut. Das haben wir. Hier haben wir die Flotte frei bekommen. Die macht jetzt nicht mehr Stress. Und weiter. Ja, wir brauchen eigentlich nichts mehr. Machen wir nochmals einen Spielstand. So. Wir müssen Richtung Afrika gehen. Das werden wir auch. Wir werden noch Krieg mit den Osmanen machen, mit den Ptolemäern. Ich weiß nicht, wie die heißen. Vor allem einfach den Ägyptern. Mamelucken heißen sie hier, Mamelucken. Okay. Schützenplatz. Hier könnten wir jetzt... Ja, komm, irgendwas. Eine Ikonenkunst. Machen wir hier mal eine Ikonenkunst. Das tönt doch sehr gut. Und in Iconium haben wir einen Hafen gebaut. Ja, haben wir jetzt. Und hier könnten wir jetzt eine Rodung bauen. So. In Trabzon wird ja das Rathaus gebaut. Gut. Was hat jetzt eigentlich Meister Meuchler? Okay. Mordwillig. Okay, der bekommt Bonus, weil wir so viel möcheln. Gut. Der Priester haben wir hier. Ja, mein Herr. Dann gehst du mal hier hin. Und einen zweiten Agenten. Oh nein. Sah nur so aus. Jetzt kommt noch einer. Also jetzt müssen wir wirklich bald einen super Attentäter ausbilden für hier in dieser Region. Das ist ja Wahnsinn. Können wir wenigstens den? Der Diplomat könnten wir. Komm, wir müssen hier runter und trainieren. Das ist sehr wichtig. Und mit dem gehen wir jetzt hier oben. Wir gleiten den Diplomat. So, und hier haben sie Krieg mit den Kalmaren. Hoffentlich sterben sie. Nicht die Kalmare, die Deutschen. Sorry, aber wer mit solch vielen Einheiten Krieg macht, der muss einfach Niederlagen bekommen. Und das ist jetzt nicht landabhängig, das ist Dummheit abhängig. Man macht einen Armeekrieg wie ich. Ohne große Verlust. Ja, okay, 500 war ein großer Verlust. Aber auch nur, weil die Zufallsgenerierung so schlecht ist. Die automatische Kampfgenerierung. So, wir warten hier runter. Ah, hier ist Cordoba. Also, dann haben wir das. Und jetzt müssen wir hier noch den Attentäter irgendwo hin tun. Oh, denn der sieht hier nichts. Der Agent. Spion tun wir hier runter. Mit dem greifen wir an. Schaffen wir das?
klar. Und der Mann der Stunde. Super, wir brauchen mehr Mann der Stunden. Wenn wir nicht so desentierende Leute haben, können wir mal nur mit denen angreifen. Mit den normalen Einheiten, also ohne General. So, hier wollen wir runter. Und wo ist das andere Schiff? Mit dem Schiff gehen wir mal hier entlang. Schauen uns nochmal das an. Und noch eine epische Hymne. Hier unten haben wir auch schon. Euer Befehl? Selbstverständlich, mein Herr. Ist mir eine Ehre. Ja, da haben wir eigentlich schon wieder alles. Ich hoffe, jedenfalls. Hier haben wir noch die historische Schlacht. Das war vor. Man sieht es nicht. Das war vor, sieht man auch nicht. Okay, egal. Ja, und wir gehen immer weiter in den Himmel. Alle Seiten. Spanien ist momentan die Macht. Oh Gott. Und welche? Franzosen? Die Franzosen steigen auf. Die Engländer fallen tief. Und diese hier. Venedig ist auch im Aufschwung. Ah, die Kiewerus, die gehen auch in den Keller. Und die andere Armee waren die Polen. Wo sind die Polen? Hier. Genau, die sind ausgerottet worden. So, hier haben wir ja den Schlitz, den, weil die zwei gestorben sind im Kampf gegen Konstantinopel. Und ja, oh, der Alexander hat wenigstens noch einen Bruder. Der hat schon 4 Kinder, die älter sind als er. Oder gleich alt hier. 2, die gleich alt sind. Okay, irgendwas ist da hier schief gegangen. Und hier haben wir auch einen, der einen Vater hat, der 4 Jahre älter ist. Okay, irgendwas geht hier schief, aber ich weiß nicht was. Nicht gut was. Oh mein Gott. Also, warum speichern wir nochmals? So, überschreiben. Und ja, wir haben nichts vergessen. Jetzt gibt es wirklich Stress. Wenn ich so viel Priester hier hin tut, dann werde ich nur eins machen, und das ist ermorden. Also zuerst würde ich da mal so einen Diplomat angreifen. Oh, jetzt ist alles wieder grün. Alle sind wieder in Lot. Brunnen. Der Brunnen in Bran haben wir fertiggestellt. Jetzt könnten wir hier mal einen Minenverband bauen. In Nizea könnten wir ja eine Fruchtfolge. In Iconium können wir die Steuern ein bisschen höher stellen und auch einen Brunnen bauen. In Trapazunt bauen wir jetzt einen Hafen. Nein, eine Kirche. Zuerst eine Kirche. So. Königreich Portugal hat mit Herzogtum Preußen ein Bündnis geschlossen. Okay. Jetzt haben wir ja diesen hier. Jetzt können wir eigentlich schon wieder abgehen. Abreißen. Ja, das ist klar. Einen zurück. Der hier. Ja, okay.
Ah, dann rebelliert ihr halt wieder. Eure Befehle, edler Herr. Einen Bogenschützentrupp. Ach komm. Einen Manga null. Nee. Doch können wir nicht hin, Herr. Eure Majestät, marschiert! Es bringt nichts. Ja. Jetzt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir marschieren. Das Problem, wie lautet... Können hier etwas sabotieren? Wir könnten den Erbe... Der Erbe ist hier schon. Wir gehen hier hin und der Spion geht hier hin. Oh, hier haben wir sogar noch eine Rebellenstadt. Komisch. Einen Kaufmann können wir angreifen. Und der geht Richtung Manzikert. Okay. So, dann haben wir hier auch bewegt. Oh, hier geht's weiter. Hier unten. Euer Befehl? Selbstverständlich, mein Herr. Gehen wir noch weiter nach Süden. So. Und wir brauchen bald mal Truppennachschlag für den Alexander. Dann werden wir hier Truppen ausbilden, die ihm helfen. So. Gut. Ja, wir müssen dieses Schiff oben belassen. Dann werden wir hier französische Flotten umkreisen und werden mit hier ein bisschen erkunden. Gut. Also alles hier runtergehen am besten und erobern. Da gibt es wichtige Rohstoffe, die geben viel Geld. Und ja. Wollt ihr wirklich mit mir reden? Soll ich jemanden aufsuchen? Kalmaler Union Handelsrichter. Nein. Ja, okay. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Geben wir dir ein paar Münzchen. Hier lege ich eine Pause ein, mein Herr. Zum Führen bereit. So, ein Spion bitte hierhin. Gut, den Attentäter wollten wir noch bewegen. Haben wir den schon bewegt? Ja. Wir könnten den bewegen. Nein, der ist zu weit weg. So, also dann speichern wir nochmals. Was können wir am besten? Und weiter. Eine Kaufmannsgilde in Bran, sehr schön. Nehmen wir an. Und hier haben wir die Bogenschützen. Hier oben haben wir die Dingelskirchen. Hier können wir diese hier hinhalten. So. Ja, sicher. Tun wir hier mal etwas für die Beliebtheiten dieser Stadt und jetzt gehen wir hier runter. Hexenjäger. Minus 1 Unorthodoxheit. Ein Baubericht. Ja, eine Verwaltung wäre schon schön, sonst... Ja, machen wir das nächste Mal. Smyrna. Hier könnten wir... Ja, langsam die Ortswache machen. Hier ist die Miliz. Byzantinische Speerträger. Hier könnten wir ein Speerding machen. So. Was könnten wir noch? Wir könnten denen mal dann die...
Sachen abluchsen. So, B29. Probieren. Ja, wir haben ihn. Dann können wir hier mal einen Kaufmann ausbilden. So. Und der Spion, der sammelt weiter. Gut, Erfahrung. Oh, hier haben wir noch Damaskus, das gehört auch zu den Osmanen. Okay, dann können wir mal dem angreifen. Super. Jerusalem. Haben die eigentlich auch Krieg? Ne, die haben keinen Krieg zusammen. Bastion der Ritterlichkeit. Infolge seiner heldenhaften und edlen Taten auf dem Schlachtfeld hat er an Ritterlichkeit gewonnen. Plus 3 Ritterlichkeit. Gott ist mit uns, Männer. Machen wir die Schlacht. Gebt alles, Männer. Für Gott und Königreich. Auf! Auf, auf! Schon wieder kann man die nicht bewegen. Ich will die dahin. Dann machen wir die dahin. Die machen wir hier hin. So. Ja, das Bisch. So. Starten. Ich hab keine Chance. Die bleibt mir einfach mal hier unten. Sonst nicht ist. Ich will, dass ihr hier nach oben kommt. Ist es denn so schlimm? Hier ist eine flache Fläche. Ja, dann halt. Lassen wir das so. Wieso bist du hier? Du darfst nicht hier sein. Hellebarden-Miliz ist es. Die haben alles eilig. Truppen, die nicht so gut sind. Gegen Reiter, also wenn die Reiter reingeht. Ja, sieh sie. Jetzt mit den Reitern rein. Aber nicht von hinten. Der Feind flieht von der Schlacht. Rennt diese wertlosen Bauern nieder. So. Dann haben wir hier oben noch einen Trupp. Wer ist gestorben? Hauptmann Mehmet. Mehmet von der Dönerbude. Ach komm schon. Ja, geht rein. Genau, in Slow Motion.
12 Männer verloren. Oh mein Gott. Die Mangonel hat Erfahrung bekommen, indem sie 0 Verluste zugefügt haben. Haben sie eine Erfahrung bekommen? Okay, okay. Verstehe ich irgendwie nicht. Vielleicht, dass sie nicht dorthin konnten, wo sie wollten, und dann irgendwie gebuggt sind und dadurch Erfahrungen bekommen haben oder so. Oh mein Gott. So, der ist tot. Und jetzt machen wir gleich die nächste Schlacht. Oh Gott. Nachtversuch. Ja! Die Lösung ist hier. Ein Ritter, der nicht baut und sticht, der nicht haut und sticht, ist auch kein echter Ritter nicht. Und die Grammatik, die ist wieder mal super. So, wieder lang ziehen bitte. Dann hier die Sperrmiliz da zu, die hier hin. Und diese machen wir hier hin. Und den machen wir hier hin. Und schon ist fertig. Machen fertig. So, aber ihr müsst angreifen. Den angreifen hier. So, komm, angreifen. Kommt, greift an. Die greifen an. Macht schon. Vorwärts. Was ist los? Ah, jetzt. Komm schon, nein, nicht so nah. Die treffen eher meine Truppen als die anderen. Oh, der hat einiges. Oh. Schön. Oh, da brennen viele nieder. Sehr schön. Nein, nicht in die Truppen. Geht weg. Oh Gott. Geht weg, habe ich gesagt. Weg. Oh Gott. Nein, wir haben Verluste. Geht doch einfach rein. Scheiße, wir haben die besten Truppen verloren. Geht rein! Ihr müsst rein! Versteht ihr das nicht? Jetzt angreifen! Verdammt! Unsere gute Taktik ist zunichte gemacht worden von dieser Scheiß-KI. Haha, wir haben die besten Der Superkrieger hat zugeschlagen. Hier unsere 4 Musketiere. Du musst die angreifen. Einen Verlust haben wir. Wo ist der Verlust? Dort. Ja. Oh. Der ist eingenickt, eingepennt. Ihr habt keine Chance, das wisst ihr. So, wer ist hier gestorben?
Der Crowned Prince Sali. Ah, das ist der Anführer gewesen, okay. Die hört auf zu schießen. Weg damit. Die sind bald down. Der ist einfach reingeritten und oh, jetzt bekommt er auf die Mütze über. Wo ist eigentlich der Alexander? Den muss man eigentlich gut sehen können. So, zeig dich, Alexander. Der da? Nein. Machen wir mal Stopp. So, jetzt können wir schauen, welche der Alexander ist. Der ist es nicht. Hallo. Die Klone vom Alexander. Das sind ein paar. Oh, der hat schon echt Blut verloren. Hallo Alexander. Wo bist denn du? Ich weiß es nicht. Das sieht man doch gut. So sieht man es besser. Ah, da ist er. Hallo Alexander mit der Krone. Wie geht es dir? Gut. Siehst aber nicht so angespannt aus. Ehrgeizig. Ja, das ist nur noch ein Hinterherrennen. Und jetzt pausieren sie einfach. Seid ihr für faule Dinge? Ich komme nicht mehr weiter. Ah, es ist, die Grenze ist sowieso erreicht. Stimmt. Nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. So, minus 1. Okay. Dann macht ihr mal minus 1. Erfahrung. Zu viele wahrscheinlich gestorben, die gut waren. So, jetzt tun wir hier noch ein paar ein aus so rekrutieren von den Söldnern und Söldnerhauptmann. Jetzt haben wir nur noch so wenig Geld, ist mir scheißegal. Aber ich will den Alexander nicht verlieren. So. Aber die Verstärkung kommt, ja, die ist unterwegs. So, hier ist sie. Also. Sonst einen Vatikan-Diplomat müsste ich noch erobern. Oh, hier haben sie schon die Hauptstraße. Haben wir eigentlich auch schon die Hauptstraße? Nein, noch nicht. Ach, egal. Also, das wär's mit diesem Part und wir haben hier schon mal etwas Gutes getan. So. Gut. Speichern wir. So, haben wir eigentlich die Armee da noch?
Nein, nicht mehr. Ach, ist egal. Die ist weg. Die hat sich aufgelöst oder denen angeschlossen. Nein, das geht's, glaube ich, nicht. Ach, egal. Weil sowieso nicht so Elite-Truppen sind. Die Verräger. Wenn ich die ausbilden kann, dann... Ah, das ist nicht der mit dem... Mit der Kaserne. Das ist die Kaverne. Ja, halt auch nicht so gut. Wir müssen unbedingt mal Ausbildungsplätze bauen. Aber eben jetzt haben wir so wenig Geld. Ich hoffe, wir kommen nicht ins Minus. Ja, also schauen wir das nächste Mal weiter. Bis denn, tschüss. Gespeichert habe ich ja. 5:47 Uhr. Speichern wir einfach nochmal. So. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bye.